Ja, hallo liebe Freunde, ich sitze hier gerade zusammen mit dem Hans Ziller am Telefon. Hallo Hans. Hallo allerseits aus dem Süden Bayerns. Ja, hallo Grüezi. Nee, das wäre eher Schweiz gewesen. Genau, Grüezi. Wir sagen kurz und bündig Servus. Ja, genau, das war's. Ihr seid jetzt seit 26 Jahren offiziell als Bonfire zusammen. Wenn man jetzt die Zeit als Cacumen noch dazu zählt, sind es sogar 40 Jahre. Wenn du so auf diese Zeit zurückblickst, was denkst du so darüber? Wie war die Zeit? Ja, das ist eine gute Frage. Die Zeit ist eigentlich unheimlich schnell vergangen, wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich als 12-Jähriger irgendwie meine erste Schülerband damals noch im Gymnasium in Ingolstadt formiert habe und wir da irgendwie Stones-Nummern nachgespielt haben und so Sachen. Das ist eigentlich, wie war die Zeit? Eigentlich schön. Ich bereue eigentlich gar nichts. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Nur ich würde vielleicht mir teilweise bessere Anwälte nehmen, wenn man Verträge macht. Weil da haben wir teilweise ein bisschen Lehrgeld bezahlt, vor allem am Anfang. Ja. 1989, da kommen wir im Grunde zu so einer Phase, würde ich mal sagen. Hast du ja zwischendurch die Band verlassen. Und 1991 nach dem Flop von Knockout dann auch der Klaus. 1995 habt ihr euch dann die Namensrechte am Bandnamen gekauft. Ja. Und die Band sozusagen neu initiiert. Ja. Warum dieser Entschluss? Ich meine, es hätte euch ja auch im Grunde wurscht sein können. Nee, es war ja eigentlich so, ich bin ja dann, nachdem ich da mehr oder weniger unfreiwillig die Band verlassen musste, habe ich ja dann gleich weitergemacht, habe eben mein Solo-Projekt bzw. meine Band damals Easy Living formiert. Klaus hat dann diese Tour noch gespielt für Point Blank und war aber eigentlich nach diesen zwei Prozessen, die ich da geführt habe, auch ganz unzufrieden mit der Situation. Und schließlich ist er dann eben ausgestiegen und wir haben uns dann wieder irgendwie in Ingolstadt getroffen, weil da läuft man sich ja zwangsläufig über den Weg und haben dann eigentlich wieder angefangen, zusammen Songs zu schreiben. Allerdings in Deutsch. Ne? Also das, wir wollten einfach, wenn wir wieder was machen, haben wir gesagt, einfach mal was anders machen. Ja. Und haben eben dann diese Sache Lesmanzilla gegründet. Und dann war es eben so, dass dann, nachdem wir da eben die erste EP Glaubtraum veröffentlicht hatten, die Leute uns angefleht haben, quasi wieder in Englisch zu singen, weil für sie war eben Klaus Stimme eben und auch Bonfire war mit Englisch einfach verbunden. Und nachdem wir eben gesagt haben, okay, das macht aber nur Sinn, wenn wir Englisch singen, wenn wir wieder unter Bonfire filmieren, haben wir dann, leider Gottes, mussten wir die Namensrechte zurückkaufen. Das ist natürlich sehr bitter, wenn man eigentlich seine eigene Band, die man selber gegründet hat und jahrelang irgendwie forciert hat, dann die Namensrechte zurückkaufen musste, aber es war so und haben dann eben wieder mit Bonfire angefangen, haben uns dann Mitstreiter gesucht die ich teilweise schon von Easy Living kannte, wie in Bam Bam oder Uwe Köhler von Black Tears, die damals ja mit Cacumen und Victory noch auf Tour waren mit uns zusammen. Ja, und so ist das Ganze dann entstanden. Mhm. 2008 bis 2019 habt ihr nochmal was auf Deutsch gemacht, ne? Oder teilweise auf Deutsch, besser gesagt, nämlich The Räuber. Ja, genau. Wie war das so mal quasi nicht auf der Rockbühne, sondern eher, kann man ja sagen, im Hintergrund auf der Theaterbühne zu stehen? Weil das Musical stand ja mehr im Vordergrund. Ja, das war, wie gesagt, wir nennen das ja Rockoper. Das war eigentlich, das hat richtig gerockt, weil das war eigentlich eine richtig geile Produktion mit Bühnenaufbauten, die man sich als Rockband eigentlich nur wünschen könnte, mit hydraulischen Wänden, die runtergefahren sind, mit Pyro-Effekten, mit
allen möglichen Sachen. Es war sehr aufwendig inszeniert und das hat richtig Spaß gemacht. Also das war ja die erfolgreichste Eigenproduktion des Theaters Ingolstadt überhaupt, mit über 50 ausverkauften Vorstellungen. Das Ganze lief über 3 Jahre und war richtig gut und wir konnten ja auch die Musik dazu schreiben und das hat einfach Spaß gemacht. Am Anfang waren wir total skeptisch, als uns die Theaterleute angesprochen haben. Das hat sich aber bald gelegt und wie gesagt, es war dann wirklich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Gut, davon werden wir jetzt auch ein bisschen was hören aus dieser Zusammenarbeit.